bin, um die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine, gibt es ja bereits nun seit Wochen also Kritik, national und so aus den eigenen Reihen der Ampelkoalition, aber eben auch international. Kanzler Scholz sperrt sich ja weiterhin, schwere Waffen wie Panzer liefern zu wollen. Deshalb will die Union jetzt die Bundesregierung mit einem eigenen Antrag im Bundestag zur Lieferung von Waffen, wie zum Beispiel Panzern oder Haubitzen, unter Druck bringen. Das hat der Fraktionschef Friedrich Merz angekündigt. Die Schweiz untersagte Deutschland jetzt allerdings Munition, die bei den Eidgenossen produziert werden, an Kiew zu liefern. Achim Unser berichtet. Bereits die FDP ging auf ihrem Parteitag am Wochenende in die Offensive, spricht sich per Beschluss für die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland in die Ukraine aus. Parteichef Christian Lindner stärkt Kanzler Scholz zwar den Rücken, dennoch spürt man: Da ist jetzt richtig Druck drauf, und insofern jeder, der seinen Teil dazu beitragen kann, muss jetzt sofort aktiv werden, weil der Krieg macht keine Pause, bis wir uns in Deutschland sortiert haben. Den Druck erhöhen nun nochmal CDU und CSU. Unionsfraktionschef Friedrich Merz kündigt an: Wir bieten der Koalition einen gemeinsamen Entschließungsantrag an, mit dem Klarheit geschaffen wird, welche Waffen Deutschland bereit ist zu liefern. Die Union verlangt in ihrem Antrag, den sie an die Ampelfraktionen geschickt hat, die Lieferung von Panzern und Artillerie. Laut Antrag fordert man, aus verfügbaren Beständen der Bundeswehr in größtmöglichem Umfang Rüstungsgüter direkt für die Ukraine bereitzustellen und unverzüglich dorthin zu liefern, inklusive schwerer Waffen. Kanzler Scholz verweigert bislang die direkte Lieferung schwerer Waffen. Man tue bereits, was man kann, auch im sogenannten Ringtausch. Der SPD-Chef kontert gegen Merz: Das, was die Union jetzt tut, ist mit dem alten Satz, erst das Land, dann die Partei, zu brechen, ist Krawall in der Opposition zu machen. Und ich kann an die Union nur eindringlich appellieren, in dieser Phase, in der es um Leben und Tod geht, in dieser Phase, wo es darum geht, Putin zu signalisieren, diesen brutalen Krieg zu beenden, in dieser Phase zusammenzustehen und keinen parteipolitischen Klamauk im Deutschen Bundestag zu machen. Die Ampel will sich beim Thema Waffenlieferung nicht von der Union spalten lassen, setzt auf einen eigenen Antrag. Außerdem gelte: Wir tun ja bereits viel. Wir kümmern uns darum, dass schwere Waffen in die Ukraine kommen. Mit dem Budget, das bereitgestellt wurde, ist es der Ukraine möglich, weitere Waffen einzukaufen, schwere Waffen einzukaufen. Das bezieht ja auch die deutsche Rüstungsindustrie mit ein. Doch auch einzelne Grüne fordern schwere Waffen. Am Dienstag tagt der Koalitionsausschuss. Kanzler Scholz muss da mit klaren Ansagen von FDP und Grünen rechnen. Wir blicken vors Kanzleramt. Guten Morgen, Stefan Wittmann. Also dieser Antrag, der setzt Scholz unter Druck. Wie gefährlich könnte er für die Ampelkoalition werden? Er baut auf jeden Fall vehement Druck auf. Die Union hat ja gesagt, wir können entweder unseren eigenen Antrag durchbringen oder wir bieten eben an, dass wir dann mit den Ampelparteien einen gemeinschaftlichen Antrag erstellen. Und beides wäre ja aus Sicht der Union positiv zu bewerten, da es ja symbolisieren würde, es geht auf unseren Druck hin, und davor hat es die Ampelregierung nicht hinbekommen. Und man spekuliert wahrscheinlich in der Union auch darauf, dass bei FDP und vor allem auch Grünen sehr unterschiedliche Meinungen zur Causa schwere Waffenlieferungen in die Ukraine existieren und dass deshalb bei einer möglichen Abstimmung die Ampelkoalition so ein bisschen abrücken könnte vom Führungsstil des Bundeskanzlers Olaf Scholz, der ja sehr zurückhaltend, sehr zögerlich wirkt. Bis jetzt symbolisiert man noch Einigkeit in der Ampelkoalition. Da heißt es sowohl von der SPD als auch von der FDP, dass die Auffassungen zum Thema Waffenlieferungen 1:1 mit dem Führungsstil des Kanzlers zusammenpassen. Das wird sich dann möglicherweise aber zeigen, wenn am Donnerstag im Bundestag darüber beraten werden soll, ob der Unionsantrag oder dann vielleicht doch der gemeinschaftliche Antrag durchgewunken wird. Auf der anderen Seite hat es ja von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der FDP-Verteidigungspolitikerin, schon geheißen, die Ampel will jetzt auf jeden Fall auch einen eigenen Antrag einreichen, damit man dann eben nicht von der Union getrieben wird. Da wird hinter den Kulissen sicherlich noch intensiv verhandelt werden. Stefan, danke erstmal für den Moment vors Kanzleramt.